Sie können sich nicht vorstellen, welchen Plan Eintracht hat, um das Team möglicherweise zu verstärken und die Position von Paco zu besetzen. Es ist ein brandneuer Name, der die Fans überraschen wird. Aber bevor ich es Ihnen verrate, überprüfen Sie bitte, ob Sie bereits auf dem Kanal abonniert sind und die Benachrichtigungen aktiviert haben, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Eintracht Frankfurt hat ein Auge auf die Zukunft geworfen und denkt bereits über die nächste Ergänzung zum Team nach. Und es scheint, dass ein möglicher Nachfolger für Villan Pacho auf dem Radar steht. Die Planung für die Saison 2024/25 läuft auf Hochtouren bei Eintracht Frankfurt, wobei der Sportdirektor Markus Krösche junge Spieler mit großem Potenzial priorisiert. Nach den Verpflichtungen von Nathaniel Brown, erster, FC Nürnberg. Christian Listes, Ferenquarosi TC, und Aurele Amenda, Young Boys Bern, hat der Verein ein Auge auf einen neuen aufstrebenden Star geworfen. Nach Informationen des französischen Onlineportals portals Fort Mercato zeigt Eintracht Frankfurt großes Interesse an Lilian Brassier, einem 24-jährigen Spieler von Stade Brest 29. Brassier spielt hauptsächlich als Innenverteidiger, kann aber auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Dieses Interesse könnte darauf hindeuten, dass Willian Pacho Eintracht diesen Sommer verlassen wird, da der Verein schon seit einiger Zeit nach defensiven Verstärkungen sucht und Pacho mit dem Liverpool FC verbunden ist. Brasier, der in dieser Saison 27 von 31 möglichen Spielen in der Liga 1 bestritten hat und zwei Tore erzielt hat, könnte der ideale Kandidat sein, um Pacho zu ersetzen. Sein aktueller Marktwert beträgt 10 Millionen Euro und könnte noch weiter steigen. Neben Eintracht Frankfurt haben auch der VfB Stuttgart und der AC Mailand in der Vergangenheit Interesse an Brasier gezeigt, aber Stade Brest hat seinen Transfer verhindert. Da Brasier jedoch diesen Sommer im letzten Vertragsjahr steht, könnte der französische Verein einen Verkauf in Betracht ziehen, um einen kostenlosen Transfer im nächsten Jahr zu vermeiden. Adlerträger, erzählen Sie mir in den Kommentaren. Freuen Sie sich auf die mögliche Ankunft von Lilian Brasier beim Verein? Ja oder nein? Vergessen Sie nicht, den Like zu geben, um Ihre Unterstützung für den Herzensverein zu zeigen, und abonnieren Sie, indem Sie die Glocke aktivieren, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ein Aktualisierungsvideo veröffentlicht wird. Ich erwarte Sie im nächsten Video.